Hey Leute, Mike wieder hier. Heute ist wieder Samstag und diese Woche haben wir einen kleinen Motivationsschub für euch. Vor allem für diejenigen, die noch lange auf irgendetwas warten müssen, beziehungsweise generell noch etwas abwarten müssen, sei es Gutachten, Indikationen oder OP-Termine, whatever. Wie überbrückt man die am besten? Tja, also ich selbst hatte 2,5 Jahre, die ich sozusagen überbrücken musste, von meinem Outing bis zu meiner Testosteronspritze. Jetzt warte ich nur noch auf meine OP-Termine. Und diese Wartezeit vergeht sowieso wie im Flug. Da hat man sowieso vieles anderes um die Ohren. Da beschäftigt man sich auch nicht mehr damit. Ist das jetzt in 3 Wochen oder ist das in 4 Wochen? Der Tag ist einfach da und ein paar Tage vorher macht man sich dafür bereit. Und auf geht's. Ich war nicht ganz 16 Jahre alt, als ich mich geoutet habe. Und damals war mir das Problem noch nicht bekannt. Jedoch wurde mir sehr schnell klar, dass ich mit diesem Alter noch wesentlich zu jung bin, um Hormone zu bekommen, beziehungsweise generell irgendwas machen zu lassen. Ja, als ich diese Erkenntnis bekam, war ich sehr am Boden zerstört. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Meine Welt zerbrach in 1000 Stücke. Aber ich habe es auch geschafft und ich bin noch gut am Leben. In Österreich gilt das Gesetz, dass man erst mit dem vollendeten 18. Lebensjahr eine Hormonbehandlung beginnen darf. Ehrlich gesagt finde ich das gar nicht so falsch, weil vorher man noch in diesem Entwicklungsprozess drinnen ist und auch die Pubertät noch voll im Gange ist. Mit 18 zwar immer noch teilweise, jedoch ist der gröbste Teil sozusagen, sage ich jetzt mal, überwunden, welcher so in dem Alter von 14 bis 17 ungefähr herrscht. Also bei mir war es zumindest so, das kommt auch individuell darauf an, wie jemand generell mit Hormonen umgeht, egal ob es jetzt weibliche oder männliche sind. Die Pubertät durchlebt jeder anders, zwar ähnlich, aber anders. Wie kann man nun diese Zeit am besten überbrücken? Den einzigen wirklich wahren und bewährten Tipp, den ich euch geben kann, ist es, nicht ständig dran zu denken, sondern euch anderweitig zu beschäftigen. Ehrlich jetzt, es hat keinen Sinn, wenn ihr euch irgendwie so einen Timer stellt, auf wie viele Tage ihr noch warten müsst. Es ist einfach nur deprimierend, wenn man jeden Tag auf sein Handy guckt und dann die Tage zählt, bis der Termin endlich da ist und es werden irgendwie nicht weniger. So fühlt man sich einfach und deshalb ist sowas einfach keine gute Idee, um Wartezeit gut zu überbrücken. Beschäftigt euch, macht was mit euren Freunden, geht raus, tut irgendwas, ist egal was. Einfach nur eine Beschäftigung suchen, um nicht den ganzen Tag dran denken zu müssen, wie verkorkst euer Leben doch gerade ist. Der Tag wird kommen, ihr werdet sehen, auf einmal ist dieser Tag da und ihr wisst gar nicht, wohin mit euch. Auf einmal überfordert euch alles, aber ihr freut euch so viel, dass es eigentlich egal ist. Außerdem hat man in dieser Wartezeit, sag ich jetzt mal, anfangen tut man ja mit der Therapie. Die muss man dann, kommt drauf an, wie viele Stundenvorgaben man hat. In Österreich gibt es keine geregelte Stundenanzahl mehr. Die Therapeuten machen sie das normalerweise selbst aus, beziehungsweise es liegt in ihrem eigenen Ermessen, ob sie nun ein Gutachten schon schreiben oder nicht, wie viele Stunden sie sehen wollen, etc. Und in dieser Zeit muss man, also ich hatte 25 Stunden abzulegen, das waren 1,5 Jahre bei mir, deshalb war die 2 Jahre Wartezeit gar nicht jetzt so ewig, weil ich sowieso zur Therapie musste. Ich hatte jede 3., 4. Woche ungefähr 1 Stunde. Und in dieser Zeit kann man mit diesem Therapeuten, beziehungsweise mit demjenigen oder mit derjenigen, mit der man halt da spricht, auch über all diese Dinge reden, die einen beschäftigen, noch bevor man jetzt die Hormone zu nehmen anfängt. Es gibt viele Dinge, am Anfang glaubt man gar nicht, was alles auf einen zukommt, aber wenn man sich dann näher mal mit dem beschäftigt, was die Hormone wirklich mit einem machen, nämlich nicht nur körperlich, sondern auch psychisch, dann ist es schon ein Stück Arbeit, auch emotional so stabil zu sein, um dem ganzen Druck auch standzuhalten, beziehungsweise das Ganze auch gut zu überstehen. Weiters fallen da auch noch bestimmte Gutachten an, die man in dieser Therapiezeit eben abgeben muss, bevor die Hormonfreigabe erteilt wird. Diese Gutachten bestehen aus 2 psychiatrischen und einem klinisch-psychologischen. Die 2 psychiatrischen haben auch noch die Regel, dass die vom selben Typen gemacht werden müssen, beziehungsweise sie müssen 1,5 Jahr auseinander sein, einfach um diesen sozusagen, ich glaube in Deutschland nennt man das Alltagstest, um diesen Test da sozusagen zu bestehen. Ja, da man sowieso dann eine Wartezeit von ungefähr 1,5 Jahren hat wegen der Therapie, ist das eigentlich gar nicht so arg, wenn man sich das jetzt... Die Zeit vergeht wie im Flug. Man trifft sich einmal im Monat mit diesem Therapeuten und quatscht über all die Dinge, die einen belasten, vor allem auch was das Transgender-Thema betrifft. Und ehe man sich versieht, ist der Tag da und er drückt euch den Wisch in die Hand, wo steht, ihr könnt damit zum Arzt gehen und euch euer Testo holen. Als ich diesen Wisch bekommen habe, da war ich wirklich sehr erstaunt und sehr froh und ich weiß gar nicht alles, ich kann die Gefühle gar nicht beschreiben, die ich in dem Moment fühlte. Jedoch musste ich dann noch eine Zeit warten, weil ich keinen Termin beim Arzt bekam. Das war dann noch ein bisschen kacke.
Aber ja, im Endeffekt hatte ich den Bescheid und ich war einfach ja, happy darüber, ihn zu haben. Und ja, Wartezeiten, die mich jetzt noch betreffen, sind die OP-Wartezeiten, beziehungsweise ich habe mir noch keine Termine gemacht für die OP, weil ich es nicht wirklich gerade eilig habe. Ich könnte es mir schon machen. Jedoch ja, möchte ich erst einmal im Studium ein bisschen Fuß waschen und auch in Wien hier, weil ich ja gerade erst neu herzugezogen bin. Und später dann, wenn sich alles ein bisschen gelegt hat, werde ich mich darum kümmern. Ich schätze mal nicht, dass es so ungeheuer lange Wartezeiten sind. Ich meine, ich habe gehört, dass in Wien im AKH eine Wartezeit von einem Jahr besteht. Beziehungsweise, ja, das wäre jetzt auch nicht so schlimm, aber ich würde es schon nächstes Jahr gerne machen wollen. Von dem her werde ich mich jetzt dann irgendwann mal dahinter klemmen und mal sehen, was du so rausfinden wirst. Ja, und diese Wartezeit überbrücke ich mit Party, Freunden und Feiern. Und Uni natürlich, Lernen ist ganz ein wichtiger Teil. Deshalb bin ich ja hier. Das war es heute von mir. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über Motivation lernen können, beziehungsweise etwas über meine Motivation erfahren. Sie hat ganz gut gewirkt und wie ihr seht, bin ich komplett munter und gesund, fröhlich durch die Welt. Und ja, es könnte euch auch so gehen. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Man sieht sich.